Zoe, es geht weiter und es gibt wirklich schlechte Nachrichten. Ich habe nämlich geguckt hier bei das Geheul der Toten, bei Lösung. Das geht genauso wie ich dachte. Da gibt es halt zwei Geheimräume in diesem Ding und wir müssen da durch den, wo man so durchsliden muss. Und ich weiß nicht, warum ich da irgendwie nicht durchkomme. Ich probiere das jetzt nochmal. Wenn das nicht klappt, speichert er hoffentlich. Ich gehe zurück zum Hauptmenü und nochmal rein. Ich habe jetzt, Oh. jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock, das ganze Spiel nochmal neu zu starten. Kann man sicherlich verstehen. Aber, also einfach wegen der Zeit und so. Ja, diesmal kommen wir, doch, wir kommen wieder genauso rum. Oh. So. Zwar probiere ich das einfach. Nochmal. So, irgendwie ein verborgener Raum ist hinter einer Holztür, aber wir müssen rein hier lang. Nein. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen zurück zum Titelbild. Ja, spannend. Ach, das ist das Titelbild. Ja, okay. Jetzt werden die zusätzlichen Inhalte gesucht. Jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt gespeichert haben. Ich weiß eh nicht, wie man hier speichern soll. Muss ich gleich mal gucken. Geschichtenerzähler, das spricht die Wahrheit. Dies sind die Laute böser Geister. Ja, man kann echt nicht speichern, der speichert immer automatisch. Okay, das hat er jetzt auch schon wieder gespeichert, dass ich hier lang bin. Jetzt nehmen wir halt mal diesen Eingang hier. Oh, bitte, bitte, ich will da Das sind jetzt die Arme durch. und Beine der Toten. Jemand entweiht sie. Als ob man da nicht durchkommt. Ja, dann suchen wir jetzt noch die andere Geheime. Ich weiß halt nicht, ob die mit dem geheimen zweiten Geheimraum den Reim meinten, wo man dann hinkommt. Ne, den meinten die ja wohl eher nicht. Das ist auch keine Holztür. Ja, hier ist nirgendwo noch ein geheimer Raum. Aber da ist wahrscheinlich dann auch der andere Schatz. Ah, hier ist noch ein geheimer Raum. Perfekt. Okay, wofür ich die Kohledinger brauche, weiß ich immer noch nicht. Das ist der geheime Raum. Der bringt mir aber nichts. So, ich bin sauer. Jetzt können wir. Warte, da war noch was. So, jetzt können wir noch mal zu dem anderen Raum gehen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann machen wir das das nächste Mal. Dann muss ich jetzt halt doch wieder eine andere Nebenquest. Ah, okay, ich hätte da Ihr einfach wagt kriechen es mich müssen. zu stören. Ich bin die Inkarnation War ich von dumm? Seth, Das hatte ich doch Gott versucht. des Chaos. Der Osiris zerstückelt und die Teile über ganz Ägypten verstreut hat. Du bist ein Schänder und ein Mörder. Du bist die Inkarnation von Isis, hier um deinen Gemahl zusammenzunähen. Das wird nichts. Gut.
So, jetzt schnell töten. Du störst die Toten nicht länger. Ach, das war's jetzt schon. Nut. Oh, Göttin Nut. Wir verehren die. Ja, bla bla. Okay, dann... Jetzt kann ich da ganz normal durch. Ja, keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht. Ist mir jetzt egal. Ich habe das geschafft. Ich kann die nächste Quest auswählen. Das nehmen wir Respektiere deinen Bruder. Das ist nämlich auch noch eine Nebenquest. Die... wird wo ausgetragen? Da oder was? Okay, das mache ich jetzt doch nicht, weil da muss ich ja erstmal die Leiche herausschleusen. Ja. Vielleicht könnten wir das nebenbei machen. Was muss man bei der Hauptquest machen? Den Typen eliminieren und finden. Okay, wenn ich den nicht entdecke, erkennt man ihn vielleicht. Da, ja, ist der falsche Weg. Erkennt man ihn aber vielleicht daran, dass über ihn so ein Symbol ist, dass er ist. Wow. Ja, doch hier runter, ne? Ja. Okay, das ist ja auch ein Weg. Ah, wieder so ein Weg zu einer Nekropole, dass man das erkennt, dass da was Besonderes ist. Und da steht einfach so ein Pferd rum. Egal, wir kürzen hier ab. Hui, das mache ich nicht nochmal. Also reinschleichen, nicht alle töten. Und ihn irgendwie eliminieren. Wow. Gleichzeitig noch die Leiche rausschleudern. So müsste das, wenn ich es richtig verstanden habe, funktionieren. Oh. Wir bleiben mal lieber schön hier. Und klettern da einfach mal rein. Wo ist der verfluchte Ampelius? Das weiß ich nicht. Könnte ich mich nicht auch einfach so verkleiden? Na gut, sobald ich dann wenigstens jemanden töte und das auffällt, kriegen die das auch mit, aber trotzdem. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja, ich bin schon vorsichtig. Oder ich muss doch alle töten, um den zu finden. Ach, Senno, mein Mädchen. Ja. Er ist unauffindbar, denn er kleidet sich wie alle anderen. Ich dachte immer, das ist ein Junge. Ah, das muss Ampelius sein. Wo? Hier oder was? Warte!
Hä, was soll Ampelius sein? Keine Ahnung. Wie Hauptmänner und Kommandanten. Okay, dann gehe ich hier einfach mal hoch. Wer ist das oder was? Ich glaube, der ist das. Nee, da ist das doch nicht gewesen. Irgendwie. Doch, da kam ich her. Aber wo soll jetzt dieser Ampel irgendwas sein? Ich glaube, das wird auch einfach ewig dauern, weil man durch alle durch muss. Okay, einen Schatz hat man schon mal. Okay, dann weiter. Das eine habe ich jetzt nicht geplündert, ist mir aber auch egal. So. Set sanguinum a sepulchrum! Vorsichtig sein. So, bevor mich jetzt hier irgendjemand sieht. So, jetzt erstmal warten. Übrigens ist Verstärkung komplett scheiße. Hat er jetzt Angst, weil er brennt oder was? So. Unabgeklärt. So, jetzt bin ich tot oder was? Bam, bam, bam. Und ich habe den Typ immer noch nicht getötet. Geschweige denn gefunden.
würde jetzt erstmal gerne meine Pfeile wieder irgendwo aufladen. Das wäre mal schon mal richtig nett. Ja, und hier einfach mal runtergehen. Hey, wer? Du bist tot! Du bist am Ende! So, jetzt fertig machen. Ist irgendein Hauptmann oder Kommandant, aber ich weiß nicht, ob der... dass der ist, den ich suche, oder ob das nur irgendeiner ist. Bitte den zu Ende töten, bitte den zu Ende Mist, 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 Mist. Sterb gefälligst! Okay, aber ich muss mich jetzt auf Hauptmänner... Wo ist der verfluchte Ampelius? Alles gut. Hopp. Nein! Oh. Ich glaube, ich mache das in einer neuen Part. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, mache ich auch einfach. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.